Dani Alves verlässt Paris. Der Brasilianer Dani Alves hat seinen Abschied von Paris Saint-Germain angekündigt. Der 36-jährige Rechtsverteidiger wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und es ist an der Zeit, hier den Schlusspunkt zu setzen, schrieb der Profi auf Instagram. Mit PSG gewann Alves zweimal die Meisterschaft und einmal den französischen Pokal. Seine Zukunft ließ der Routinier offen. Flick Vorwechsel zum Rekordmeister. Der FC Bayern hat offenbar den ehemaligen Co-Trainer des Nationalteams Hansi Flick verpflichtet. Wie der Kicker berichtet, erhält der 54-Jährige einen Zweijahresvertrag und soll neuer Assistent von Niko Kovac werden. Zum Trainingsauftakt am 8. Juli wird er in München erwartet. Der Weltmeister von 2014 ersetzt Peter Hermann, der den Rekordmeister verlassen hat. Als Profi spielte Flick von 1985 bis 1990 im Mittelfeld der Bayern. Zuletzt war er in Hoffenheim als Geschäftsführer Sport tätig. Bundesliga-Profis müssen zum Gehirntest. DFB und DFL schicken ab sofort alle Spieler der ersten und zweiten Bundesliga jährlich zum Gehirntest. Dadurch sollen mögliche Hirnschäden früher erkannt werden. Das geht aus einem Schreiben des DFB sowie der DFL hervor, das der Bild am Sonntag vorliegt. Den Beschluss traf die medizinische Kommission des DFB. Sportmediziner prangern seit Jahren an, dass die Gefahr von Kopfverletzungen bei Luftkämpfen unterschätzt wird. Auch zu viele Kopfbälle könnten schon zu einer Rückbildung von Hirnzellen führen. Fortuna dementiert Einigung über Rahman-Transfer. Fortuna Düsseldorf hat bestritten, eine Einigung im Transfer von Linksaußen Benito Rahman zu Schalke 04 erzielt zu haben. In einem Medienbericht war die Rede von einer Transfersumme über 9 Millionen Euro. Ich bin überrascht über die Meldung. Von einer Einigung kann überhaupt keine Rede sein, sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann betonte, ein Wechsel käme nur in Betracht, wenn uns eine marktgerechte Ablösesumme geboten würde. Und die kolportierten 9 Millionen Euro sind nicht marktgerecht.